Marco Filippi ist stocksauer, dass Jennifer Roth ihn als kriminellen Handlanger für ihren privaten Rachefeldzug benutzen wollte. Der erfahrene Detektiv fackelt nicht lange und zieht daraus sofort seine Konsequenzen. Für kein Honorar der Welt gibt Filippi sich für so etwas her. Schön, dass wir uns schon sehen. So hat man nicht gewettet. Wieso? Ich soll angeblich für Sie ein paar Privatunterlagen raussuchen. Und ich finde da nur Geschäftsdokumente. Und ich merke, Sie missbrauchen mich dafür. Sie haben mich belogen. Was haben Sie nicht bei gedacht? Ich suche und suche und finde nur Dokumente, die Sie nichts angehen. Was macht denn das für einen Unterschied? Das macht einen Unterschied. Ich bin Privatdetektiv und kein Einbrecher. Und außerdem wollen Sie irgendwelche Existenzen kaputt machen oder was? Ja, okay, ich hab's ja verstanden. Ja, Sie haben gar nichts verstanden. Ich glaube, unsere Zusammenarbeit ist am besten hiermit auch beendet. Ach, und dann fällt mir noch bei ein, er hat sicherlich Dreck am Stecken. Aber auf das Niveau, was Sie sich gerade herablassen, das geht gar nicht. Das ist noch schlimmer. Boah, da habe ich ja gerade einen ganz schönen Einlauf bekommen. Ja, und was das Schlimmste ist, ich glaube, der hat echt recht. Ich frage mich schon länger, ob wir da nicht so ein bisschen übertreiben. Wir müssen anfangen, uns Grenzen zu setzen. Und was noch viel schlimmer ist, ich mag Karl halt immer noch irgendwie. Obwohl das total fehl am Platz ist. Am nächsten Tag soll Jennifer ihren beiden Mitstreiterinnen Bericht erstatten. Die 36-Jährige hält die Info immer noch geheim, dass Karl die Beziehung zu ihr nicht beendet hat. Sandra und Natalie sind nur enttäuscht über den fehlgeschlagenen Racheakt und erkennen Jennifers doppeltes Spiel nicht. Also weißt du was, dieser komische Möchtegern-Privatdetektiv macht hier auf Obermoralist, ja? Was sagt eigentlich dazu zu dem ganzen Scheiß, den Karl mit uns abgezogen hat? Ich denke, für ihn hat halt das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wie? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Natürlich hat es alles miteinander zu tun. Uns drei hat er verarscht. Das geht nicht. Ja, das stimmt schon. Aber wir wollen uns ja an Karl nur rächen eigentlich, ne? Und nicht gleich seine ganze berufliche Existenz zerstören. Ist doch schon ein bisschen hart, oder nicht? Nein. Kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen schwach wirst gerade? Denk immer daran, er hat uns als Fußabtreter benutzt und er hat dich sitzen gelassen, obwohl du schwanger bist. Vergiss das nicht. Ja, ich werde nicht schwach. Habt ja schon recht. Er muss echt eine Lektion lernen. Genau. Und es war ja auch meine Idee letzten Endes, ne? Genau, und denk immer daran, wenn du ein bisschen Mitleid mit diesem Arschloch hast, ja, was er uns alles angetan hat. Er hat kein Mitleid verdient. Ich denke, dass wir echt die Daumenschrauben ein bisschen enger ziehen müssen, damit er damit nicht davon kommt. Ich hol mal kurz mein Handy. Na, beeil dich. Oh, ich fühle mich so langsam gar nicht mehr so wohl in meiner Haut. Ich spiele ein Spiel mit beiden. Mit den Mädchen, die denken, ich hätte mich von Karl getrennt. Und mit Karl, weil der sich über ein Baby freut, das es überhaupt gar nicht gibt. Mir wird ganz schön mulmig bei der Sache. Jennifer Roth führt seit 2 Wochen einen Rachefeldzug gegen ihren Lebenspartner Karl Thielekamp. Der hat die Reisekauffrau über Jahre mit gleich 2 anderen Frauen betrogen. Mit denen hat Karl zwar inzwischen Schluss gemacht, doch bei Jennifer ist der Geschäftsmann geblieben, weil sie behauptet, ein Kind von ihm zu bekommen. Hallo! Großlieferung! Was bringst du denn alles mit? Na, was wohl? Babysachen! Babysachen? Ja! Man kann ja noch nie früh genug vorsorgen. Nachher ist das so hektisch, wenn der kleine Schieder da ist. Viel zu früh. Ja, was wir haben, haben wir. Hier so ein super Strampler für den kleinen Racker. Ach nee, ist ja schon süß. Ist doch gut, oder? Also ich find's super. Was ist denn auf die Idee? Hier, Windeln. Der Negativbereich an dem Ganzen. Ach Mensch. Du hast an alles gedacht, ja? Ja. Schon mal Probe fühlen. Was machst du denn damit? Ja, Probe fühlen. Nachher, wenn er da tritt und strampelt, der Kleine. Hätte ich gar nicht gedacht von dir. Ach, ich bring den ganzen Krempel erstmal rüber. Dann ist das mal weg. Kann ich das schon mal einsortieren? Oh Gott, oh Gott. Seitdem ich weiß, dass ich Vater werde, ich weiß nicht, da hat es irgendwie Klick gemacht. Ich kann die ganze Zeit nur noch daran denken, die Vorfreude ist riesig. Umso mehr muss ich jetzt auf Jenny aufpassen, dass es ihr gut geht, ne?
Oh, wei, oh, wei. Der freut sich ja so über das Kind. Der würde meine Zukunft mit mir planen. Das wird mir ganz bewusst, ich muss das mit ihm unbedingt stoppen, mit den Mädels. Das kann so nicht weiterlaufen. Jennifer hat sich noch in derselben Nacht entschlossen, aus dem Rache-Trio auszusteigen. Sie verabredet sich mit ihren früheren Nebenbuhlerinnen Sandra und Nathalie, um sie von weiteren Vergeltungsmaßnahmen abzuhalten. Aber so leicht wird Jennifer die Geister, die sie rief, nicht los. Seht es doch mal so. Die ganze Sache gegen Karl, das würde ihn doch total aufwerten, dieser Racheplan. Ich weiß, ich war anfangs diejenige, die euch das vorgeschlagen hat, aber letzten Endes ist das doch eh völlig banal und bringt uns auch nichts. Lass uns die Sache doch einfach vergessen, oder? Was? Du willst es vergessen? Ja. Nee, also der Typ hat mir 2 Jahre meines Lebens geklaut. Ich hätte die 2 Jahre mit jemandem verbringen können, der mit mir eine glückliche Beziehung aufbaut und nicht jemand, der mir alles nur vorheuchelt. Genau. Ich kann das nicht vergessen. Tut mir leid. Und ich bin auch keine Schlampe, ja, die sich sowas bieten lässt und schon gar nicht von ihm. Und warum bist du jetzt eigentlich so weich geworden? Was ist los? Ja, was ist los? Erzähl mal. Wo drückt denn der Schuh? Was, irgendwas ist doch mit dir. Also passt auf, ich glaube, ich muss euch da was sagen. Na, da bin ich schon mal gespannt. Ja, es ist so, weil Karl und ich, wir sind eigentlich gar nicht so richtig getrennt. Eigentlich haben wir gar nicht Schluss gemacht. Was? Du bist diejenige gewesen, die alles überhaupt geplant hat. Ich weiß. Die genau. Uns involvieren wollte in deine Pläne. Genau, und vor allen Dingen, ich meine, du bist ja angeblich schwanger und er schießt dich ab. Und das lässt du dir gefallen. Was ist denn los mit dir? Ja, genau, das ist ja der Punkt. Als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, war er so süß. Er hat so viel, er kam an mit so einem riesen Karton voller Babyklamotten und er war echt so sweet. Ach Gottchen, jetzt freut er sich oder was? Ja. Sag mal, merkst du überhaupt, dass es nicht dass von dem geheuchelt ist? Ja, und ich glaube das auch nicht. Das ist auch wirklich, das stinkt zum Himmel. Du hast es vornherein geplant, du wolltest uns loswerden, um mit ihm zu sein. Nein, das ist so still, ist das auch wieder nicht. Stimmt nicht, wirklich ja, nicht. Ja, abstreiten würde es jetzt auch an deiner Stelle. Genau. Du bist doch die Hauptperson, die überhaupt eigentlich diejenige ist, die am meisten verletzt wurde, weil sie am längsten mit ihm zusammen war. Ganz ehrlich, du bist auch nicht viel besser als er. Aber ich sag dir eins, das wirst du genauso wie er noch bereuen. Nathalies unmissverständliche Drohung hat Jennifer gewaltig eingeschüchtert. Denn nun wollen ihre einstigen Verbündeten den Spieß umdrehen und sich an ihr rächen. Deshalb wendet sich Jennifer noch einmal an den Privatdetektiv Marco Filippi. Auch wenn sie bei ihm einiges wieder gut zu machen hat. Hallo. Hallo. Grüßen Sie. Also zunächst möchte ich mich wirklich bei Ihnen entschuldigen. Ich weiß, es war nicht ganz korrekt, dass ich sie da reingeschickt habe, um die Firmenunterlagen von meinem Mann zu klauen, aber... Ich war schon recht verwundert gewesen, dass sich jetzt plötzlich wieder bei mir melden, nicht? Ja, das ist, ich weiß wirklich, ich habe einen Fehler gemacht. Aber das war, wissen Sie, der Schmerz, der saß so tief, diese Enttäuschung. Ja, also passen wir mal, um das mal kurz und klar zu sagen. Ich kann das ja verstehen, dass Sie in der Strich und Fahren verarscht worden sind. Mhm. Und dass Sie das völlig stört. Aber dass Sie mich belogen haben, so kann und werde ich meine Arbeit nicht machen. Ja, ich vermute mal, dass das jetzt komplett eine Entschuldigung sein soll, nicht? Ja. So, ähnlich, genau. Aber es gibt noch eine andere Sache, über die ich mit Ihnen sprechen muss. Weil ja, und? Ich habe mich gar nicht von ihm getrennt. Ach, damit hat ja nun gar keiner gerechnet. Nee, und er ist auch gar nicht schreiend weggerannt, als ich ihm erzählt habe, ich sei schwanger. Sondern er freut sich regelrecht auf das Kind. Wie er hat richtig Familienpläne mit mir, ja. Und wo ist jetzt das Problem? Erwarten Sie jetzt, dass ich ein Baby herzauber und Ihnen das vielleicht noch mache? Nee, das nicht. Aber er hat sich von den anderen beiden Weibern getrennt. Und die hacken jetzt einen Racheplan aus. Da haben Sie denn eine Ahnung, irgendwie in welche Richtung das laufen könnte oder so? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Deshalb kommen Sie jetzt wieder ins Spiel. Und das heißt, Sie wollen, dass ich den Fall wieder übernehme und dass ich mich darum kümmere. Ist das richtig? Genau das. Und das Schlimmste, dann zu verhindern, falls da irgendwie was ausgeheckt wird. Na gut, wenn unter einer Voraussetzung keine Lügen mehr. Versprochen. Okay. Vorurteilig. Dankeschön. Alles klar. Super. Bis dann. Oh ja, jetzt läuft das Ding nämlich ganz schön aus den Rudern. Es geht nicht nur um Karl, sondern es geht jetzt auch noch um mich. Und ich kann die beiden Mädchen überhaupt nicht mehr einschätzen. Die sind so außer Kontrolle.
Jennifers Angst erweist sich als berechtigt. Vor allem Flugbegleiterin Natalie Abedin sinnt auf Rache. Die 33-Jährige will auch Sandra Fieden für einen perfiden Plan gewinnen, der sowohl Karls Freundin als auch dem ehemaligen Lover selbst den Garaus machen soll. Das heißt, du möchtest dich jetzt an Jennifer rächen und das ihr heimzahlen? Sag mal, Sandra, ist das jetzt dein Ernst, ja? Natürlich. Wir müssen es ihr heimzahlen. Sie steckt doch mit ihm unter einer Decke. Pass auf, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass sie mit Karl zusammenarbeitet. Die zweite Variante wäre, dass sie uns nur loswerden wollte, weil sie Karl für sich ganz alleine haben will. Es ist egal, sie hat uns auf jeden Fall verarscht und sie wird auch dafür jetzt büßen müssen, genauso wie Karl. Aha, weil man so sieht, ja, im Endeffekt hat sie uns verarscht. Ja, es ist doch offensichtlich. Ganz ehrlich, ich denke mal, sie ist die Strippenzieherin. Ja, sie steckt hinter dieser ganzen Sache. Ja, weil sie einfach nur unsere Wut ausnutzen wollte, um das für sich zu benutzen. Pass auf, lass uns erstmal kurz setzen, weil wir müssen das jetzt echt ernsthaft bereden. Wenn sie den Detektiv wieder einspannt gegen uns, müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein. Weil er wird auf jeden Fall uns auf den Fersen lauern. Ja, okay. Und wie gesagt, es ist jetzt Zeit, dass sie eine Packung bekommt von uns, weil es ist wirklich Schluss mit lustig langsam. Mir steht's bis hier. Leider wird es jetzt nicht einfacher werden, weil Jennifer dieses Missstück gegen uns arbeitet. Aber dieses Spiel ist erst zu Ende, wenn ich sage, es ist zu Ende. Und ich bin definitiv noch nicht fertig. Also ich habe ja echt gedacht, dass Jennifer eine von uns ist. So, dass wir alle drei denselben Kampf kämpfen. Aber die hat uns nur verarscht. So, von daher darf sie sich jetzt echt nicht wundern, wenn sie jetzt auch was abbekommt. Detektiv Marco Filippi führt Jennifer Roths Auftrag ordnungsgemäß aus und beschattet Natalie und Sandra. Doch die beiden Racheengel haben nicht vergessen, dass Jennifer den Privatermittler schon einmal eingesetzt hat. Um ihren hinterhältigen Plan in Ruhe umsetzen zu können, müssen sie den Mann, der ihnen auf den Fersen ist, irgendwie abhängen. Jetzt hier. Was macht ihr denn jetzt hier? Ach, ist wahrscheinlich verabredet. Schauen wir mal mit wem. Das war ein bisschen merkwürdig für eine Verabredung. Jetzt liest sie hier auch noch. Aber die verarscht mich doch. Das ist doch eine Verarschung, das ist doch wohl nicht normal. Und ich voll Idiot fall drauf rein. Mann, ey! Während sich Marco Filippi wütend eingestehen muss, dass diese Runde an die Damen geht, macht sich Natalie unbehelligt auf den Weg. Denn bei dem anstehenden Treffen wollte sie auf gar keinen Fall gesehen werden. Und, hast du es dabei? Klar, was glaubst du denn? Ja, lass mal sehen. Okay, gut. Okay. Dankeschön. Gut, dann ist ja alles geklärt, ne? Bis dann. Du, warte mal. Wie willst du denn eigentlich damit beglücken? Mach dir mal keine Sorgen. Das ist für ein paar Leute, die es verdient haben, auf jeden Fall. Mir ist es egal, aber pass mit der Dosierung auf, sonst wird's echt heftig. Ich rechne fest damit, dass Jennifer oder der Detektiv uns schon auf den Fersen sind. Deswegen mussten wir jetzt ein bisschen tricksen. Aber es ist egal, weil jetzt geht's nämlich richtig ab. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Unterdessen versucht Marco Filippi, die Fährte der Rächerinnen wieder aufzunehmen und konkrete Hinweise zu finden. Der versierte Ermittler befürchtet nämlich, dass es um Leben und Tod gehen könnte. Deshalb verschafft er sich ohne Einverständnis Zutritt zu Sandras Wohnung. Hallo? Geil. Sehr praktisch. Beruhigen. Einer an. Da kommt man dem doch schon näher. Guck mal. Jetzt weiß ich, was sie vorhaben. Ach so.
Alles klar, gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Na gut. Also wenn ich das Chaos hier so sehe, drängt sich mir der Verdacht auf, dass die beiden Frauen Schlimmes im Schilde führen. Dass sie irgendwas Giftiges in mir trinken möchten. Ich muss dringend die Frau Roth warnen. Das heißt nichts Gutes, wirklich nicht, ehrlich nicht. Zur selben Zeit hat sich Jennifer entschieden, ihrem Freund endlich reinen Wein einzuschenken. Doch da entdeckt Karl vor der Wohnungstür Wein, der alles andere als rein ist. Flugbegleiterin Natalie serviert ihre giftigen Getränke in einem schicken Präsentkorb. Hallo. Hi. Was hast du denn da schon wieder Geiles mitgebracht? Ja, so genau weiß ich das ja auch nicht. Der wurde quasi anonym abgegeben. Weißt ja, wie das ist mit diesen Grußkärtchen, die sind ja meistens so schlampig angebracht, aha, die fallen ja ab. Aber ist bestimmt von meinen besten Geschäftspartnern. Weißt doch, wir haben jetzt gerade diesen neuen Deal abgeschlossen und da haben die mir halt eine Aufmerksamkeit geschickt. Aber du weißt nicht, von wem das genau ist? Nö, nö. Was alles drin ist, voll lecker. Dann lohnt sich deine Arbeit ja endlich mal. Guck mal hier, so eine Pulle Prickelwasser. Oh, warte, ich hol Gläser. Komm, den verköstigen wir jetzt erstmal. Jo. Hat es doch mal was für sich, dein ständiges Rumgereisen und Arbeit. Wollen wir den guten Tropfen mal verköstigen? Oh ja. Ne? Ach, du schon wieder. Ach Mensch, schon wieder alles daneben. Ach du Scheiße. Ich mach jetzt mal die Tür auf. Ja, hallo? Mann, Entschuldigung. Ja, hallo. Mann, nicht in den Scheiß. Opa. Mann, Entschuldigung. Ich kann vergiftet sein. Ich bin Privatdetektiv, tut mir leid. Sie wissen auch gar nicht, dass... Da könnte mich vergiftet sein. Und zwar, wenn nämlich derjenige, der ihre Liebschaft nur aufgedeckt hat, alle beiden, ich und ihre Freundin, wir wissen nämlich Bescheid. Wenn ich das jetzt richtig hier interpretiere, wollten sie nämlich einen Giftanschlag auf sie verüben. Weil ich glaube, es ist gerade noch mal gut gegangen. Tut mir ja leid. Gerade noch mal gut gegangen. Bin ich also aufgeflogen. Das muss ich erst mal verdauen. Ja, keine Ahnung. Das ist. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Detektiv Marco Filippi hat seine Auftraggeberin Jennifer Roth und ihren Freund Karl in letzter Sekunde vor einem tödlichen Giftanschlag gerettet. Der Privatermittler überzeugt das Paar, die beiden rachsüchtigen Frauen Natalie und Sandra sofort zu stellen. Gemeinsam brechen die drei zu Sandras Wohnung auf. Hallo. Hey, bleiben Sie mal stehen. Komm, könnt mal gleich stehen bleiben. Was habt ihr gemacht? Uns geht's unter, Junge. Sag mal, brennt ihr im Kopf oder was? Was kommst du hier und schreist uns eigentlich so an? Du musst gerade dein Maul aufreißen. Ach. Ja, du hast uns verarscht. Zum Protokoll, ne? Er hat uns drei verarscht. Und jetzt wollt ihr mich mit ihm zusammen vergiften. Was soll denn das? Ich tick da nicht ganz richtig. Pass mal auf, du verlogenes Miststück, ja? Du steckst doch mit ihm unter einer Decke. Wisst ihr überhaupt, dass das eine kriminelle Handlung ist? Und außerdem möchte ich nicht wissen, was ihr da oben in der Giftwerkstatt fabriziert habt. Ach, ja. Sie wissen darüber also Bescheid. Na klar. Na, dann können Sie ja auch nicht ganz sauber sein, ne? Ach so? Erstmal will ich Sie mal belehren, es war eine kleine Menge TKP. Die beiden hätten wahrscheinlich einen Brechdurchfall bekommen und das wär's gewesen. Fräulein. Es war ja kein Resin oder so. Ich verstehe nicht, warum sie hier so ein Fass aufmachen. Ich glaube gar nicht, dass du weißt, was das überhaupt ist. Ach, Nerven gibt es, ein Toxid. Und das heißt, wir fangen an mit kleinen Problemen im Nervenbereich. Dann geht das hin bis zum Atemstillstand. Und wenn es ganz schlecht läuft, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und das ist hier kein Streich mehr. Ihr seid über das Ziel hinausgeschossen. Ihr solltet mal ein bisschen überlegen, was ihr macht. Ey, Natalie, ist das jetzt wirklich so schlimm, wie er erzählt? Ey, wirklich, ihr tickt total durch. Ihr habt das gar nicht mehr unter Kontrolle. Ey, wirklich, ihr seid zu weit. Ihr seid wirklich zu weit gegangen. Ich müsste euch anzeigen. Ja, ich habe euch ein bisschen verarscht. Aber das gibt euch nicht das Recht. Es ist doch überhaupt nichts passiert. Ich verstehe nicht, warum ihr so einen Stress macht. Mann, es sollte doch nur ein Denkzettel sein, ja? Aber jetzt ist er ja schon wieder davon gekommen. Und ich verstehe auch nicht, was jetzt die ganze Aufregung hier sein sollte. Es ist jetzt vorbei und mir reicht es jetzt auch. Er hat sich ein Hemd gemacht und das war's für mich. Ich habe all die Jahre gelebt, wie es mir gefällt, habe mir keinen Kopf drum gemacht, wie es den anderen geht. Jetzt habe ich die Quittung. Jetzt sehe ich erst, was für einen Schaden ich angerichtet habe. Erst eine Woche nach dem missglückten Anschlag auf ihr Leben treffen sich Jennifer und Karl wieder.
Vor allem Jennifer braucht Abstand, um sich über ihre Zukunft mit Karl klar zu werden. Keiner von beiden hat Anzeige gegen Natalie und Sandra erstattet. Am liebsten würden sie alles sofort vergessen. So, Karl, da ist mal eine Sache, die muss ich dir noch sagen, die muss ich dir eigentlich beichten. Das mit dem Kind, das stimmt gar nicht. Die Schwangerschaft, die war nur vorgetäuscht. Es war Teil von unserem Racheplan mit den Mädels. Ganz ehrlich, ich habe mir sowas schon gedacht. Da war Natalie, die sich verloben wollte. Sandra, die auf einmal zusammenziehen wollte. Klar, dass eine Schwangerschaft fehlen kann. Oh ja, es tut mir auch leid. Ich bin ja normal nicht so, aber es war ein bisschen viel alles, weißt du? Mit den ganzen Lügen, die du mir aufgetischt hast. Ja. Ja. Ich weiß, ich habe viel Mist erzählt, viele Lügen, viel Schabernack getrieben mit euch. Aber das, dass ich mich auf das Kind gefreut habe, das war wahr. Also ich wäre so gerne Vater geworden. Ja, das glaube ich dir, das habe ich dir auch voll abgenommen. Aber Karl, ich kann so nicht weitermachen. Ich habe mir die Woche Auszeit genommen und mir über alles Gedanken gemacht, aber ich kann dir nicht mehr vertrauen. Du hast so viel Scheiß mit mir gemacht. Also ich gehe meinen eigenen Weg. Wirklich? Ja, das ist Schluss mit uns. Du wirst bestimmt mein Vater werden, du bist bestimmt auch ein guter, aber nicht mit mir. Ich kann nicht noch weitermachen. Ja, es tut mir leid, ich habe das mit uns auf dem Gewissen. Es ist viel Mist passiert. Es tut mir einfach nur leid, mehr kann ich da nicht sagen. Aber ich wünsche dir alles Gute. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Das war jetzt nicht gerade einfach, aber ich kann so nicht weitermachen. Das, was Karl da gemacht hat mit Natalie und Sandra, das war einfach too much. Und ich wünsche ihm alles Gute, aber ich muss meinen Weg gehen. Und das mache ich auch. Ich bin noch jung und das Leben geht weiter. Und so geht Jennifer ohne Karl, aber mit reinem Gewissen in eine hoffnungsvollere Zukunft.